Also, die Geschichte mit meinem Mann. Oh, groß, die den Anfang erzähle ich, gell? Schneider war ein junger Pfarrer, der dadurch bekannt wurde, dass er zur NS-Zeit im KZ Buchenwald ermordet wurde. Für seinen Glauben. Grete ist eine ultra starke Frau, die Frau von Paul Schneider, und sie hat einfach so viel erlebt, so viel durchgetragen und einfach sich immer auf Gott verlassen. Er hatte die Botschaft da, es müssen Menschen wieder mehr auf Gottes Wort hören. Und das fand ich total spannend irgendwie. Das, ja, das ist vielleicht eine einfache Botschaft, aber irgendwie hat es mich auch getroffen. So, okay, das ist eine wichtige Botschaft. Also das Paul und Gretel Musical behandelt ja diese Geschichte von einem ganz normalen Ehepaar, das plötzlich in großen Herausforderungen steckt und sich entscheiden muss, wie leben wir unseren Glauben und wie konsequent stehen wir hinter unseren Ansichten. Und ich glaube, das ist das Besondere, was jeden von uns auch herausfordert. Stehe ich zu dem, was ich glaube, wirklich bis zum Ende, und wie lebe ich das in meinem Alltag? Und ich glaube, deshalb ist das Musical auch interessant für verschiedene Altersgruppen, für Leute, die vielleicht schon lange im Glauben unterwegs sind, und für welche, die einfach interessiert sind an dem Ganzen. Und ich glaube, das macht es einfach interessant für viele unterschiedliche Menschen. Den Weg mit mir wagen. Auf diese Fragen kann ich dir nur sagen, jawohl, ich gehe mit. Mit dir. Der Hunsrückbereich, wo einfach vor Ort Menschen sich angemeldet haben, entweder aus Chören heraus oder Einzelpersonen, die dann hier geübt haben mit einem Regionalchorleiter. Und dann kommt dazu unser Paul und Gretel Chor, den es schon seit der ersten Aufführung gibt, der aus dem Hüttenberger Raum kommt. Und dann führe ich diese beiden Erwachsenenchöre zusammen. Ich habe dann vorher Chorproben mit dem Hunsrücker Chor und natürlich mit unserem Chor wieder zum Warmwerden. Und dann gibt es eben gemeinsam eine Generalprobe oder nochmal eine gemeinsame Probe. Und dann hoffe ich, dass wir eins geworden sind als Erwachsenenchor. Dann gibt es noch Kinderchöre, die dazugehören. Das war jetzt hier zwei Schulchöre bzw. Kinder aus verschiedenen Schulklassen, die sich auf dieses Musical vorbereitet haben. Einmal von der Grundschule und einmal vom Paul-Schneider-Gymnasium. Die üben dann mit ihren Leiterinnen die Kinderlieder. Und dann fügen wir das noch zusammen mit den Kindern, die wir mitgebracht haben. Und so haben wir dann einen Erwachsenenchor und einen Kinderchor. Der Martin, der hier so der Hauptorganisator ist, der ist an mich herangetreten und hat gesagt, wir haben da so eine Idee. Wir würden gern das Paul-Schneider-Musical hierher bringen, weil der Paul Schneider ja bei uns echt eine bekannte Figur ist. Und ob ich mir vorstellen könnte, den Regionalchor zu leiten. Ich habe mit dem Martin schon einige Projekte gemacht und habe da ziemlich schnell Ja gesagt. Ja, es ist ja nicht immer einfach. Also wenn so viele Leute zusammenkommen und dann muss man auch manchmal Entscheidungen treffen, dann wird man auch immer mal wieder jemand auf den Schlips treten und dann ist jemand unzufrieden und jemand beschwert sich oder ist enttäuscht, und das ist vielleicht so ein bisschen das Schwierige daran. Aber das Positive daran, finde ich, ist, dass halt, wenn so viele mitmachen, es halt auch unheimlich viel Power entsteht. Und jetzt zum Beispiel bei so einem großen Chor und mit Kindern und mit Jugendlichen und mit Erwachsenen, dann entsteht unheimlich viel positives Zusammenarbeiten. Und das, finde ich, das spürt man dann auch so. Ja? Wir haben zwei Treffen gemacht, wo jeder kommt, von der Interesse hatte. Wir haben das Ganze mal so ein bisschen angespielt, haben das mal gezeigt. Und
und haben dann die Leute eingeladen, wollt ihr mitmachen? Wir haben ein, zwei Lieder einstudiert und dann haben wir gesagt, okay, Nadine Sommerfing ist los, jeder, der mit dabei ist, herzlich willkommen. Dann haben wir Nadine Sommerfing angefangen und es war das Interessante, dass er so Kreise gezogen hat. Es kam aus unterschiedlichen Chören, überall her, Leute, die haben da irgendwie eine Beziehung zu, waren dabei. Und ich wäre ja schon glücklich gewesen, wenn wir 40 gewesen wären. Da waren wir vielleicht 70, 80, das war stark. Also mir macht es eine große Freude, viele Leute zu dirigieren. Ich finde, dass das ganz toll ist, wenn man einen großen Chorklang hat. Wir haben ja jetzt verschiedene Chöre, die da zusammenfinden. Und die Herausforderung ist, dass die gemeinsam einen Klang finden, eine Einheit als Chor. Und das hat aber ganz wunderbar hier im Hunsrück geklappt. Das war eine große Freude, dass die gut zusammengefunden haben. Und ich glaube, die Begeisterung ist rübergekommen, gemeinsam das zu machen. Und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit allen. Nein, das war immer schon mal ein kleiner Traum von mir, einen großen Chor zu leiten. Kleine Chöre, das leiten kann ich schon. Das war toll. Das hat Spaß gemacht. Das war uns irgendwie wichtig zu sagen, ja, da darf wirklich jeder mitmachen. Und wir haben den Eindruck, dass es für die Kinder cool ist, wenn die Eltern mitmachen und für die Eltern cool ist, wenn die Kinder mitmachen. Und dazwischen die Jugendlichen, die können wir teilweise begeistern und manchmal begeistern sie uns, also, und reißen uns auch so mit. Ich glaube, wir profitieren voneinander. Ich finde es immer wieder sehr beeindruckend für den Chor, weil es ganz viele lange Proben sind, wo man einfach auch einfach mal abwarten muss und dann werden Techniksachen eingestellt und so. Das muss man irgendwie durchziehen und da bin ich immer voll beeindruckt von dem, was der Chor da leistet. Und dann gibt es ja immer wieder neue Chöre, die dazukommen und die sich dann wieder zusammenbilden zu einem Chor, was ja auch immer eine voll besondere Sache ist, dass es einfach ein großer Chor wird, der das dann gemeinsam macht. Dass es ein großer Chor wird von Leuten, die sich vorher nicht kannten und dann eben gemeinsam mitsingen. Und, ja, und die Probenarbeit, also auch wenn es manchmal stressig vielleicht wird oder anstrengend, habe ich es jetzt nie als wirklich für mich irgendwie stressig oder anstrengend empfunden. Es macht so eine Freude, da kann man eigentlich gar nichts gegen sagen. Also dann ist es ganz logisch, Sachen irgendwie mehrmals vielleicht proben zu müssen oder sowas. Aber es macht ja jedes Mal Spaß, also gar kein Problem. Mir macht es ganz, ganz viel Freude zu sehen, dass Jüngere dabei sind, wie zum Beispiel jetzt die Elfmarie, die wir dabei haben. Das ist Lotta und die ist, ich glaube, 8 Jahre alt. Und dann haben wir aber auch Erwachsene dabei. Ich glaube, der Älteste ist 81. Und ich finde es eine ganz tolle Bereicherung zu sehen. Man kann eine Sache gemeinsam machen. Man kann nicht zusammen reden, aber man kann zusammen singen. Das funktioniert immer und das ist einfach was ganz Tolles, dass die Jungen mit den Alten gemeinsam ein Projekt haben und das gestalten und erleben können. Ich glaube, es ist für beide eine Bereicherung. Und dann haben wir mit dem Ruben Turbanisch zusammengearbeitet. Er ist sonst auch in Wien tätig als Theaterregisseur und wohnt aber in der Nähe von Frankfurt. Und dann hat er uns besucht und wir sind zusammen Stück für Stück durchgegangen, haben das ganze Stück präsentiert und ich ihm meine Gedanken dazu erzählt. Und dann hat er gesagt, guck mal, wie wär's, wir machen das so. Zum Beispiel den Rückblick von Paul, wo er dann den kleinen Paul sieht und dann diese Kinderlied-Version von Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wo auf der einen Seite das Thema Erlösung, auf der anderen Seite das Thema Leid von Hiob so reinkommt. Und dann hat er gesagt, das muss so eine Abendstimmung sein, wo man so weiß, das hat der Kleine mit seiner Mutter gesungen. Und dann kommt das nachher nochmal bei dem Männerchor dazu. Und das waren so seine Ideen, dass man dann auf einmal durch diese auf einmal Lichteffekte und dieses Wechseln von Gegenwart in Rückblick auf einmal so ein ganz anderes Gefühl kriegt. Und das begeistert mich. Also wenn jemand so einen Blick dafür hat, auch zum Beispiel, dass man sagt, man muss nicht alles auf der Bühne zeigen. Man kann einfach mal mitten im Raum stehen und wird auch nahbarer für den
fürs Publikum, für die Zuschauer. Also das fand ich richtig toll. Ruben Turbanisch hat uns da richtig inspiriert auch. Also mit seiner Erfahrung und sowas, das war ein tolles Zusammenarbeiten. Aber lass uns davon nicht sprechen. Ich hoffe, es gibt nie wieder Krieg. Lass uns doch lieber was singen, ja? Ja, aber was? Meine Mutter hat mir als kleiner Junge immer Lieder vorgesungen. Sie konnte so viele Lieder auswendig. Na dann sing mal eins. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und sich am Ende aus dem Stammel hebt. Er kümmert sich um morgen. Ich brauch mich nicht zu sorgen. War dann ja ein junges Ehepaar in Muchelheim, ja. Ein Pfarrer-Ehepaar, aber ein langweiliger Pfarrer. Das war er nicht, mein Mann. Ob ich mir vorstellen könnte, bei einem Projekt mitzumachen. Und da habe ich ganz klar gesagt, ja klar, kann ich machen. Da wusste ich noch nicht, wie umfangreich und so das Ganze sein würde. Und bin da frisch, fromm, fröhlich eingestiegen und bereue es aber auch gar nicht. Also ist echt ein tolles Projekt, macht Spaß, die Zusammenarbeit mit den großen Chören, die ja dann auch immer anders besetzt sind, je nachdem, wo wir spielen. 50-50. Aus unserer Region und dann aus der Region, wo wir gerade spielen. Das ist eine tolle Geschichte. Im Mai hat es angefangen. Wir haben so eine Einladung bekommen zum Mitsingen im Chor. Und ich kannte vorher Peter und Deborah noch nicht. Und dann habe ich eine Mail geschrieben, ein bisschen mutig für mich. Und habe dann gesagt, hier, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, dann mache ich voll gerne mit. Und ich singe auch nur mit, aber vielleicht kann ich euch irgendwas helfen. Und dann habe ich erst so ein bisschen mit die Altstimmen eingeübt und so Sachen da hinten geholfen und habe irgendwie Woche zu Woche mehr Aufgaben bekommen. Und dann irgendwann, 3 Wochen vor der Uraufführung war es, da habe ich dann den Anruf bekommen, ob ich Grete übernehmen kann. Und das war super spontan. Und dann haben wir geprobt für die Rolle. Ja, wir haben jetzt 4 Hauptdarsteller und ich bin total begeistert von denen. Und zwar, weil jeder auf seine Art als so einen Aspekt der Persönlichkeit reinbringt, die wahrscheinlich einfach auch so ein Stück des Charakters zeigt. Und ich finde, die haben das auf der einen Seite verspielt, auf der anderen Seite energisch und dann ernsthaft und dann vielleicht besonnen. Also da ist so viel drin und ich finde, jeder hat so auf seine Art so einen Teil, der da richtig gut reinpasst. Und das begeistert mich. Und ich kann das total genießen. Also wenn ich das sehe, mich begeistert das jedes Mal. Ich spiele eigentlich sehr gerne die Musicals, weil ich immer denke, oh, wie schön die das machen. Und
ich finde, das kommt gut rüber. So dieses, auf der einen Seite dieser Kampf um was ist die Wahrheit, auf der anderen Seite dieses Leichte. Also für mich machen die das ganz, ganz toll. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass Paul und Grete das irgendwie so ähnlich gemacht haben. Ja. Karl Adolf hat ja gesagt, ich habe meine Mutter wiedererkannt und ich kann mir vorstellen, dass mein Vater so gewesen ist. Also das hat er jetzt zu beiden Darstellern gesagt, also zu beiden Pärchen. Und so sehe ich das auch. Ich glaube, jeder bringt da so ein bisschen was rein. Die machen es auch mit Herz und ich glaube, dass das gelingt. Ich fühle mich so angekommen hier. Also ich bin einfach hier und weiß, hier ist mein Platz. Und das ist so cool und das ist so ein gutes Gefühl auch. Und das macht mich so dankbar. Und deshalb sowas jederzeit wieder. Und das ist cool, also der heute Abend die Regie geführt hat, der ist glaube ich jetzt 18 oder 19, hat gerade Abitur gemacht und ist seit Jahren bei uns im Team und hat gesagt, ich kann dich da gerne entlassen, hat sich da reingearbeitet, hat wirklich jede einzelne, den sogenannten Cue, wusste gar nicht vorher, was das ist, aber das heißt, dass man so, ah, jetzt steht jemand auf und das Licht wechselt, ja, und das hat er sich aufgeschrieben und dann sagt er das an und der war besser als ich heute Abend. Weil ich habe zum Beispiel gesagt, der Paul ist nicht da. Und er sagte, der Paul musste nämlich noch hinten aus dem Off sprechen. Also war echt cool. Und auch hinter der Bühne. Also es sind einfach alle so, so nett und so, so unterstützend dabei. Und dann, selbst wenn man dann mal irgendwo warten muss oder so, oder Pause hat, weil irgendwas eingestellt werden muss oder so, sind einfach alle da und alle so offen und herzlich dabei. Also es, einfach die Leute, die dabei sind, die das auch nicht langweilig machen. Guck, wie immer. Länger oder kürzer? Seht man? Dieser ist kürzer. Ja, ja. Wer macht es besser? Also ist es nicht so mäßig, aber muss jetzt besser. Ja, ja, lustig. Ja. So, meine Anzugshose. Aber jetzt geht's. Ich wollte euch nur ein bisschen das Power bringen. Oh, das ist süß. Soll ich es einfach irgendwo hinstellen? Dann ja, guck mal, hier ist das erste. Perfekt. Mach mal hier jetzt auf Flugmodus. Hier, guck mal, hier in der grünen Kiste. Das kann ich auch nicht machen, wenn du gebraucht bist. Ja, komm, sei nicht so lustig, Nani. Hier, die Rahmenhandlung, der Jona, der hat sich... Jona, erzähl mal, wie du das geübt hast, das, diese, deine Rolle. Also ich habe mir auf dem Tablet habe ich mir immer den Text, was die anderen sprechen, aufgenommen und habe dann meinen dazu, also habe dann bei mir eine Lücke gelassen und das dann dazu gesprochen. Ja. Wie war das mit dem Regisseur? Das fand ich auch cool. Wir hatten einen Regisseur, der hat uns ganz gut geholfen. Der Jona hat dann am Anfang jetzt, der sagt ja, ja dann, oh, Rosi, den Anfang erzähle ich. Und dann hat der Regisseur gesagt, weißt du was, Jona, da musst du aufstehen, damit die Leute auf dich gucken. Oh, Rosi, den Anfang erzähle ich. Und das machst du immer so super, das gefällt mir gut. Muss ich sogar eigentlich, ja, also finde ich auch gut. Hier. Ich kann es sagen, dann denke ich dir, ich hab's unten. So, die Kostenstreit, das ist die Rolle. Ich hab den Oh, die Kirche habe ich schon an. Was? Grete dann damit quasi mit den Kindern allein ist, ich darf mein Leben in den Tod wagen. Also
voll krass. Und jetzt noch das Interessante. Der Fritz hat in derselben, nach demselben Text gelesen, hat gelesen, Sebul und Bax sind lebende Tod und hat für sich entschieden, na, dann kann ich auch damit leben, wenn Paul sein Leben in den Tod wagt. Also, das war die Story. Genau. Ihr habt jetzt noch eine halbe Stunde Zeit zum Essen, Trinken und Sonstiges und wir treffen uns um 3:30 wieder unten zum Beben. Alles klar? Bis später. Oh, jetzt sind wir eine große Runde. Das freut mich. Dem Ziel zu. Schlag es doch mal bitte auf. Alle im Heft in der Mitte dem Ziel zu. Das sollten wir nochmal den Refrain, insbesondere die Männer, haben das letzte Mal noch nicht so gut artikuliert. Diese Stelle, dem Ziele zu, dem Ziele zu. Ich sing's nochmal vor. Genau, die Töne. Dem Ziele zu, dann dem Ziele zu. Müssen die Männer dann brillieren? Nochmal bitte. Dem Ziele zu, Männer. Dem Ziele zu. Das war immer noch ein bisschen verhalten. In der letzten Reihe, darf ich das nochmal hören? Ist das Licht an? Kann das jeder sehen? Mitte Heft, dem Ziele zu. Noch einmal, dem Ziele zu. Dem Ziele zu. Das war schon besser. Ich sag mal, wir nehmen das Lied von vorne. Mit alle. Wir sind Pilger auf dem Weg. Schon sehr beeindruckend, wie konsequent er an seiner Überzeugung festgehalten hat, obwohl er wusste, dass das Konsequenzen hat für Leib und Leben. Und da muss ich mich selbst schon hinterfragen, wäre ich so konsequent gewesen? Und wahrscheinlich wäre es eher nicht. Man geht doch eher Kompromisse ein, das hat er nicht getan. Und das ist sehr beeindruckend. Ich glaube, ich könnte mich da nicht vergleichen mit wie krass Gretel war, wie stark sie war, aber ich wünschte es manchmal. Aber ich habe in dem ganzen Projekt so viel Gebetserhörung erfahren und so viel erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, Gott hat da einen Plan für alles, Gott hat den Durchblick und ich kann mich da drauf verlassen. Und auch wenn es manchmal Sachen gab, wo ich dachte, das ist irgendwie, warum läuft das jetzt so und warum müssen wir da jetzt durch, in ganz anderem Level als Gretel das hatte, aber trotzdem war ich dann einfach so beeindruckt davon, weil ich wusste, Gott hat einen Plan, Gott weiß es und Gott macht es richtig und das hat einen Sinn und da habe ich echt viel von gelernt. Paul als auch Gretel faszinieren mich total. Es ist interessanterweise so, dass es mich immer mehr eigentlich begeistert, wie die so gelebt haben. Und beim Paul muss ich schon sagen, das ist so dieses konsequente Umsetzen dessen, was er als richtig erkannt hat. Dieses Kompromisslose, das fordert mich heraus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe mal irgendwann entdeckt, ich brauche eigentlich weniger Zeit am Handy. Aber jetzt mein Handy wegzutun. Also ich fand es jetzt neulich mal schwierig, habe ich zum Beispiel gesagt, ich lösche jetzt die YouTube-App, ich gucke jetzt nichts mehr, weil es gibt viele Sachen, die ich gerne gucken würde, aber es nimmt mir so viel meiner Zeit weg, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Also diese Konsequenz habe ich jetzt schon mal gezogen. Aber ansonsten ist das zum Beispiel wirklich so, wenn ich irgendwie da so Sachen merke, die ich brauche, am besten wäre es so, dann manchmal zögere ich dann noch und mach's einfach. Nicht. Der hat ja auch Fehler gemacht. Also er ist damals bei den Deutschchristen eingestiegen und hat im Nachhinein 4 Wochen später gesagt, oh, das war ein Fehler. Dann hat er es halt wieder rückgängig gemacht. Und dann hat er es gleich allen gesagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und hat in seiner Gemeinde dann gesagt, das war falsch, aber jetzt gehe ich wieder raus und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dann wieder so konsequent. Also interessant. Ich glaube, der Mut da von ihm, das ist stark.